Finde wieder eine aufrechte, bequeme, stabile Sitzposition. Es geht heute um Bewegung und Entspannung. Und viele denken, man legt sich auf den Rücken und entspannt, aber so ist das nicht. Laut psychologischem Wörterbuch wird Entspannung folgendermaßen definiert. Es ist ein kurzfristiger, phasisch oder länger anhaltender Zustand reduzierter, metabolischer, zentralnervöser, unbewusster Aktivität. Entspannung ist auf subjektiv-verbaler, physiologischer und motorischer Ebene mess- und definierbar. Entspannungszustände sind nicht mit den Schlafphasen gleichzusetzen. Entspannung geht mit wachem Verhalten einher, wenngleich auch die Schlafphasen subjektiv als entspannend erlebt werden können. Ja, solange wir leben, sind wir nie völlig entspannt und eine gewisse Grundspannung ist immer im Körper vorhanden und ist auch überlebenswichtig für uns selbst, wenn wir meinen, ganz entspannt zu sein. Und so hält uns zum Beispiel unser Muskeltonus, unser Skelett zusammen und die Anspannung des Zwerchfells bewirkt unser Einatmen. Gar nicht notwendig für unser Überleben ist dagegen die unnatürliche Spannung, wenn sich unsere Muskeln, Bänder und Sehnen unnötigerweise anspannen und verkrampfen. Und dann spüre hin zum Atem. Yoga ist die Zeit, um vom Denken zum Spüren, zum Wahrnehmen zu kommen. Und dann spüre einmal in deine rechte Schulter hinein. Und vielleicht kann die rechte Schulter ein wenig nach unten sinken, alleine durch das Hineinspüren. Dann wandere mit deiner Aufmerksamkeit weiter durch den rechten Oberarm, zum Ellenbogengelenk, den Unterarm zum Handgelenk. Spüre in die rechte Hand und ohne die Finger zu bewegen, in jeden Finger hineinspüren bis zu den Fingerspitzen. Und wieder zurückkommen mit der Aufmerksamkeit über die Hand, das Handgelenk, den Unterarm, Ellenbogengelenk, Oberarm zur rechten Schulter. Und dann nimm einmal wahr, wie fühlt sich der rechte Arm jetzt an und wie fühlt sich der linke Arm an. Gibt es Unterschiede? Dann nimm auch deinen linken Arm noch einmal bewusst wahr, wie er sich jetzt anfühlt. Und geh mit deiner Aufmerksamkeit hin zur linken Schulter, in den linken Oberarm. Ellenbogengelenk, Unterarm, zum linken Handgelenk, in die linke Hand und alle fünf Finger spüren bis zu den Fingerspitzen, zurück zur Hand, zum Handgelenk, Unterarm, Ellenbogengelenk, Oberarm, zur linken Schulter. Den ganzen linken Arm jetzt spüren. Und beide Arme gleichzeitig wahrnehmen. Mit dem nächsten Einatmen die Arme auf Schulterhöhe heben und ausatmend wieder entspannt sinken lassen. Der Rücken ist aufgerichtet. Einatmen die Arme auf Schulterhöhe heben, mit der Aufmerksamkeit in den Unterbauch, Beckenraum gehen, ausatmen wieder zurück. Und den Atem einatmen, fließen lassen in den unteren Atemraum, Bauch, Becken und aus. Die Arme kommen zurück. Jetzt die Arme so nach schräg oben nehmen. Einatmend und aus, wieder zurück. Einatmen die Arme nach schräg oben und dabei in den Brustkorb atmen, mittlerer Atemraum, aus, zurück. Noch einmal die Arme nach schräg oben. In den Brustkorb bewusst atmen, aus, zurück.
und die Arme bis ganz nach oben heben. Oberen Atemraum atmen in den Bereich Lungenspitzen, einatmen, die Arme heben und aus, zurück. Noch einmal wiederholen. Und dann diese drei Stufen miteinander verbinden, die Arme über die Seite heben, in Unterbauchbecken atmen, in den Brustkorb, in die Lungenspitzen und wieder vollständig ausatmen. Noch zweimal wiederholen, unterer, mittlerer, oberer Atemraum und wieder ausatmen. Und die Arme entspannt sinken lassen, einen Momentchen nachspüren. Und es folgt ein kleiner Ablauf im Sitzen mit Seitbeugedrehung und Vorbeuge. Einatmen, Arme über die Seite heben, den Rücken strecken und aus in die Seitbeuge, egal zu welcher Seite. Eine Hand geht zum Boden, der andere Arm geht hier diagonal lang über den Kopf. Ein, wieder zur Mitte kommen. Aus, Seitbeuge, andere Seite. Ein, zur Mitte für die Drehung, eine Hand unterer Rücken, zweite diagonale Schulter und das ist schon gleich eure Drehrichtung mit langgestreckter Wirbelsäule. Einatmen, wieder zur Mitte aufrichten und in die Drehung zur anderen Seite. Einatmen, wieder lang und aus, die Hüften beugen sich, der untere Rücken bleibt lang, oberer Rücken rundet sich zuletzt im Kopf. Kinn Richtung Halskuhle und wieder einatmen, mit gestrecktem Rücken aufrichten, aus, die Arme kommen an die Körperseiten. Wieder ein, die Arme heben, aus, in die Seitbeuge. Ein, den Rücken strecken, Seitbeuge, andere Seite. Ein, nach oben, Drehung, eine Hand unterer Rücken, zweite diagonale Schulter. Wirbelsäule ist lang in der Drehung. Zur Mitte und in die Vorbeuge. Zuletzt den Kopf einrollen. Kraftvoll mit gestrecktem Rücken aufrichten und aus, Arme zurück und wieder einen Moment nachspüren im Sitzen. Und die Beine ausstrecken, ein bisschen die Beine ausklopfen. Die Fußsohlen zusammenlegen, um so in die Rückenlage zu kommen. Du musst dich einmal drehen. Gleich die Füße ein bisschen weiter nach vorne schieben. Wieder die Hände falten, Zeigefinger lang. Bauch saugt ein, Rücken rundet sich, Kinn Richtung Halskuhle und jetzt in dieser Variante einmal abrollen. Und die Beine weiter ausgleiten lassen, Arme ablegen. Den rechten Fuß aufstellen. Und der rechte Fuß schiebt in den Boden, sodass das Becken zur Seite rollt, das lange Bein rollt etwas nach außen mit und wieder zurück. Nur mit dem rechten Fuß in den Boden schieben, ohne das Knie pendeln zu lassen, nur Fuß schiebt in den Boden und wenn irgendwo was nach unten geht, geht woanders etwas nach oben und das ist jetzt das Becken, das sich etwas hebt, dreht. Der Kopf darf sich bewegen. Kleine Bewegung, nur der Fuß arbeitet und alles andere folgt dieser Bewegung. Das lange Bein rollt mit. Und wie kommt diese Drehbewegung im Brustkorb an?
Einmal den Fuß in den Boden schieben, das Becken hebt, dreht sich, das lange Bein rollt mit und zurück. Dann das rechte Knie nach außen sinken lassen, Bein ausgleiten lassen. Nachspüren, wie sich diese Bewegung auf dein Becken auswirkt, auf dein Bein. Und dann den linken Fuß aufstellen. Eine ganz einfache Bewegung. Den Fuß in den Boden schieben, das Becken rollen lassen. Die Muskulatur um Hüftgelenk, um Fuß, um Knie ordnen sich. Das Becken wird beweglicher, verkrampfte Muskulatur im Lendenwirbelsäulenbereich lockert sich. Es wird alles beweglicher. So können wir mit Bewegungen Verspannungen lösen, um so uns für die Entspannung vorzubereiten. Eine ganz leichte, lockere, fließende Bewegung. Der ganze Körper reagiert. Und wieder beenden, das linke Knie nach außen sinken lassen, Bein gleitet aus. Füße nacheinander am Becken aufstellen. Und dann einatmen in den Bauch, sodass die Bauchdecke sich hebt. Und ausatmen, sinkt die Bauchdecke wieder. Dann in der Vorstellung mit dem Einatmen, wenn die Bauchdecke sich hebt, den unteren Rücken leichter werden zu lassen. Und ausatmen, sinkt der Rücken wieder schwerer in die Matte, die Bauchdecke sinkt Richtung Boden. Und dann vielleicht auch den Rücken ein ganz klein wenig, ohne viel Anstrengung. Das ist eigentlich nur der Atem, der das macht. Die Bauchdecke hebt sich, der untere Rücken wird leicht. Und ausatmen, wieder sinken lassen. Und dann in den Brustkorb atmen. Einatmen in den Brustkorb, die Rippen weiten sich, das Brustbein hebt sich. Und ausatmend wieder entspannt, lang ausatmen. Ein in den Brustkorb. Und mit dem nächsten Einatmen die Schultern ein bisschen in den Boden schieben. Wenn du in den Brustkorb einatmest und ausatmest, lässt du die Schultern wieder los. Einatmen, ganz kleine Bewegung, die Schultern in den Boden schieben und wieder loslassen. Für die Wellenatmung beide Bewegungen verbinden, einatmen in den Bauch, die Bauchdecke hebt sich, der untere Rücken wird leicht, weiter in den Brustkorb atmen, die Rippen weiten sich, die Schultern schieben in den Boden und dann vom Bauch beginnend wieder loszulassen, den unteren Rücken loslassen, die Schultern loslassen. Einatmen in den Bauch, der untere Rücken wird leicht, weiter in den Brustkorb, die Schultern schieben in den Boden, ausatmen. Der untere Rücken sinkt wieder in die Matte, die Schultern lassen los. Noch zwei, drei Atemzüge. Die Fußsohlen wieder zusammenlegen, die Beine ausgleiten lassen, nachspüren und
Einfach nur wahrnehmen, beobachten, wie der Atem jetzt fließt, welche Qualität er hat. Nacheinander die Füße wieder am Becken aufstellen. Ausatmen, die Beine zum Bauch heranziehen, Hände auf die Knie, Apanasana, einatmen, Füße am Becken aufstellen, in die Schulterbrücke, die Arme nach hinten, wie es für die Schultern passt, ablegen, ausatmen, wieder Apanasana, Beine zum Bauch. Einatmen, Schulterbrücke. Nach dem nächsten Apanasana die Beinhebehaltung, die Beine nach oben strecken, in die senkrechte Zehen heranziehen, die Arme nach hinten legen und ausatmend Apanasana, Beine zum Bauch, einatmen die Beinhebehaltung, Urdhva Prasrita, Tadasana, ausatmen, wieder anbeugen, einatmen. Beine strecken, Arme nach hinten, ausatmen, anbeugen die Beine, Apanasana. Und jetzt wieder eine Änderung, einatmen, die Füße am Becken aufstellen, die Arme auf Schulterhöhe ablegen, den Rücken liegen lassen. Ausatmen, die Beine sinken beide nach rechts, der Kopf kann nach links rollen. Einatmen, mit Knien und Kopf wieder in die Mitte kommen und ausatmen, die Beine nach links, Kopf darf nach rechts rollen. Ein, wieder zur Mitte und aus, Apanasana, die Beine zum Bauch heranziehen. Ein, wieder Füße aufstellen, die Arme ausbreiten, den Rücken liegen lassen. Aus, die Beine sinken zu einer Seite, Kopf in die Gegenrichtung rollen lassen. Ein, wieder zur Mitte, aus, Apanasana. Und noch einmal wiederholen, ein, die Füße aufstellen, Rücken liegen lassen, Arme ausbreiten. Aus, Krokodilsdrehung, ein, Kopf und Knie zur Mitte, aus, andere Seite, ein, zur Mitte, Apanasana, alle drei Bewegungen verbinden, einatmen, die Schulterbrücke, Füße aufstellen, den Po, den Rücken heben, ausatmen, Apanasana, Beine zum Bauch, ein, die Beinhebehaltung, Beine senkrecht, Arme nach hinten, aus, wieder Beine angebeugt heranziehen, ein, Füße am Becken aufstellen, Rücken liegen lassen, Arme ausbreiten, Krokodilsdrehung, ausatmen, Beine zu einer Seite sinken lassen, ein, zur Mitte, aus, andere Seite, ein, wieder zur Mitte, aus, Apanasana, ein, Schulterbrücke, aus, Apanasana, ein, die Beinhebehaltung, aus, Apanasana, ein, Krokodilsdrehung, Füße aufstellen, Rücken liegen lassen, Arme ausbreiten, aus, die Beine sinken, Kopf darf in die Gegenrichtung rollen. Und noch ein letzter Ablauf im eigenen Atemrhythmus, auch wenn die Reihenfolge durcheinander gerät, habt ihr wieder eigene Kreationen. Mit einem Apanasana beenden, die Füße aufstellen, die Fußsohlen wieder zusammenlegen, die Beine ausgleiten lassen. Einen Moment nachspüren. Die Füße wieder nacheinander am Becken aufstellen. Über eine Seite zum Sitzen kommen, in den Vierfüßler
und in eure Ausgangsposition Fersensitz oder Kniestand. Den Oberkörper aufrichten, von hier ein kleiner Ablauf. Einatmen, die Arme heben, den Rücken strecken. Den Po nach oben heben, in den Kniestand kommen. Ausatmen, Balasana, Hüften beugen, Po zu den Fersen, Hände aufsetzen, weiter rund werden. Die Ellenbogen zum Boden. Balasana, Kopf einrollen. Einatmen in den Vierfüßler. Den Pferderücken oder Kuhrücken, das Brustbein in Blick heben. Die Zehen aufstellen, ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, Gewicht nach vorne verlagern in das Brett. Und aus, die Knie zum Boden, die Oberschenkel, das Becken in die Bauchlage kommen. Einatmen, Brustbein heben, der Oberkörper kommt mit in die Kobra. Und aus, Stirn wieder zum Boden. Ein in die Kobra, Brustbein heben, aus, wieder zurück. Einmal einatmend in die Kobra, die Zehen aufstellen, von hier fließend über den Vierfüßler in den herabschauenden Hund. Einatmen, Knie zum Boden, unteren Rücken sinken lassen, Brustbein Blick heben. Aus, Balasana, Po nach hinten. Von hier wieder mit gestrecktem Rücken aufrichten, einatmen in den Kniestand. Nochmal mit dem Po nach hinten in Balasana. Und dann die Arme über die Seite heben und den Oberkörper strecken, aufrichten, in den Kniestand kommen. Und ausatmend in die Ausgangsposition, entweder nur die Arme sinken lassen oder in den Fersen sitzen. Einatmen in den Kniestand, die Arme über die Seiten heben, den Rücken strecken, ausatmen, Balasana, Po zu den Fersen. Unterarme ablegen, zuletzt den Kopf einrollen, einatmen, Vierfüßler, Kuhrücken oder Pferderücken, Zehen aufstellen, aus, herabschauender Hund. Einatmen, Gewicht nach vorne verlagern in das Brett, Bauch aktiv und die Knie zum Boden, die Oberschenkel, das Becken, den Bauch, den Brustkorb, die Stirn in die Bauchlage. Die Hände sind am Boden aufgelegt und ohne Armkraft einatmend in die Kobra. Den Kopf nicht so sehr in den Nacken legen, sondern eher den Blick zum Boden gerichtet lassen. Aus, zurück, einatmen, wieder das Brustbein heben, die oberen Rückenmuskeln arbeiten. Aus, zurück, noch einmal einatmen in die Kobra. Jetzt die Hände tatsächlich in den Boden schieben, die Zehen aufstellen, herabschauender Hund. Einatmen in den Vierfüßler, die Knie wieder zum Boden bringen, aus, Balasana, Po zu den Fersen und von hier die Arme über die Seite nach oben nehmen, in den Kniestand aufrichten und aus, eure Ausgangsposition. Eine letzte Wiederholung, einatmen, in den Kniestand, aus, Balasana, Kindesposition. Ein Vierfüßler, unteren Rücken sinken lassen, Brustbein Blick heben, Zehen aufstellen, aus, herabschauender Hund. Ein, das Gewicht nach vorne verlagern in das Brett und vielleicht jetzt mit gestrecktem Rücken einfach durch Beugen der Arme in einem Stück in die Bauchlage oder ihr kommt wieder Stück für Stück nach unten. Einatmen, das Brustbein heben, die Schultern rollen nach hinten in die Kobra, aus, die Stirn wieder zum Boden. Ein in die Kobra, aus, zurück, und wieder ein in die Kobra, die Zehen sind aufgestellt, von hier aus, herabschauender Hund. Ein in den Vierfüßler, aus, Balasana, Po zu den Fersen, zuletzt den Kopf einrollen. Kraftvoll wieder mit gestrecktem Rücken aufrichten, Arme über die Seite heben, Kniestand und aus, eure Ausgangsposition. Dann geht es noch einmal bis in den Hund, einatmen, die Arme heben, aus, Balasana,
ein in den Vierfüßler, Brustbein und Blick heben, Zehen aufstellen, aus, herabschauender Hund. Die Knie etwas mehr beugen und mit den Füßen nach vorne laufen zu den Händen. Die Beine gebeugt lassen, den Rücken strecken und wieder aus Kraft der Beine nach oben kommen, die Arme mitnehmen und aus, Arme zurück. Im Stand ankommen. In dieser Position mit dem Einatmen die Wirbelsäule noch einmal strecken, über den Nacken, Hinterhaupt nach oben wachsen, die Füße schieben in den Boden und ausatmen, lass die Arme nach unten sinken. Einatmen, dreh die Arme so, dass die Handflächen nach vorne zeigen, die Daumen weiter nach hinten und mit dem Ausatmen, die Knie sind gebeugt, kommst du in die Vorbeuge, die Hände zum Boden. Kopf locker lassen. Einatmen mit dem rechten Bein weit zurück, das Knie am Boden ablegen, den Oberkörper aufrichten, tiefe Heldenhaltung. Den Atem hier spüren. Auch wenn die Arme gehoben sind, in den Schultern noch etwas mehr loslassen. Mit dem nächsten Ausatmen die Hände nach vorne zum vorderen Fuß, vorderer Fuß geht nach hinten, herabschauender Hund. Kopf locker. Gerne auch die Knie gebeugt, den Atem weiter fließen lassen. Von hier mit dem nächsten Einatmen in die Bauchlage, vielleicht über das Brett die Knie ablegen, den ganzen Körper ablegen, in die Bauchlage kommen und die Arme lang nach vorne schieben. Die Stirn ist am Boden. Den Atem spüren. Hier alles abgeben. Eine Position der Hingabe, sich niederlassen, loslassen. Die Hände kommen wieder zurück neben den Brustkorb, die Zehen aufstellen, ausatmen, herabschauender Hund. Wieder weich in den Knien, um mehr an der Rückenstreckung zu arbeiten. Der Kopf ist locker. Mit dem nächsten Einatmen eine fließende Bewegung, die Knie zum Boden und den rechten Fuß nach vorne bringen, den Oberkörper aufrichten, wieder in die tiefe Heldenhaltung kommen. Auf den rechten Winkel im vorderen Knie achten, mal die Schultern loslassen, vielleicht auch nur die Arme auf Schulterhöhe heben, wenn es für die Schultern zu anstrengend ist, die Arme nach oben, die Handflächen nach oben, die Daumen noch etwas mehr nach unten drehen. Und ausatmen, die Hände am vorderen Fuß wieder links und rechts aufsetzen. Der hintere Fuß kommt nach vorne in die Vorbeuge. Die Knie gebeugt lassen, wieder aus Kraft der Beine aufrichten. Die Arme heben vielleicht auch nur wieder auf Schulterhöhe. Handflächen nach oben, Daumen nach hinten und unten. Und ausatmen, Ausgangsposition, Hände in Anjali Mudra vor dem Herzen zusammennehmen. Die Schultern sinken lassen, die Ellenbogen sinken lassen. Den Atem spüren. In dieser Position hier wieder sich aufrichten im Einatmen,
Wandern Hinterhauf, die Füße in den Boden schieben, ausatmen, die Arme sinken lassen. Einatmen, die Arme drehen, Brust auf, die Handflächen zeigen nach vorne, die Arme sind noch unten. Arme unten, Handflächen nach vorne. Und aus in die Vorbeuge, die Knie beugen, die Hände zum Boden. Kopf, Schultern, Nacken locker lassen. Hände zum Boden, Knie so weit beugen, dass die Hände hier ankommen. Und im nächsten Einatmen mit dem linken Bein weit zurück und Knie am Boden ablegen. Den Oberkörper aufrichten. Auf die Schultern achten, die Arme können nach ganz oben gehoben werden, die Handflächen schauen sich dabei an, aber nochmal die Schultern nach unten fließen lassen oder die Arme auch auf Schulterhöhe heben. Mit dem nächsten Ausatmen die Hände links und rechts vom vorderen Fuß aufstellen, herabschauender Hund. Auch hier wieder ankommen, den Atem fließen lassen. Im nächsten Einatmen in die Bauchlage, Gewicht nach vorne verlagern, die Knie ablegen, den Bauch ablegen, die Arme lang nach vorne strecken, Stirn am Boden, Handflächen am Boden, sich ganz hier niederlassen, sich einlassen, sein lassen, einfach nur lassen. Hände wieder zurück neben den Brustkorb bringen. Die Zehen aufstellen, ausatmen, herabschauender Hund. Kopf locker, Hände aktiv, Knie gerne gebeugt, Fersen dürfen Richtung Boden sinken. Den Atem spüren. Und dann wieder eine fließende Bewegung über den Vierfüßler, den linken Fuß nach vorne zwischen die Hände bringen, den Oberkörper aufrichten und die Schultern wieder loslassen. Mit dem nächsten Ausatmen die Hände nach vorne, den hinteren Fuß nach vorne holen für die Vorbeuge. Mit leicht gebeugten Beinen den Rücken strecken, wieder aufrichten, die Arme heben, die Handflächen zusammenlegen und die Hände wieder am Brustbein ablegen, die Schultern sinken lassen. Atem spüren. Mit einem Ablauf geht es wieder zum Boden, einatmen, die Arme heben, das Brustbein den Blick heben und ausatmen, die Arme über die Seite mit dem gestreckten Rücken beginnen, weiter in die Vorbeuge, Kopf, Schulter, Nacken locker lassen in der Vorbeuge. Hände zum Boden, Schritt, Schritt zurück, zwei große Schritte in das Brett. Bauch saugt ein, den Kopf etwas anheben, aber das Kinn Richtung Halskuhle ziehen, dass Hinterkopf und Rücken auf einer Linie sind. Von hier ausatmend herabschauender Hund. Den Füßen vielleicht ein bisschen weiter zu den Händen oder mit den Händen weiter Richtung Füße wandern. Dem nächsten Einatmen in den Vierfüßler, die Knie kommen zum Boden. Die Beine schwenken zur Seite, sich neben die Füße setzen und hier eine aufrechte Sitzposition finden. Gerne wieder eine Decke unter das Becken legen. Den Atem spüren.
Und wir haben jeden Tag ungefähr 60.000 bis 80.000 Gedanken. Die meisten davon sind überflüssig und unbewusst. Und jetzt eine Übung, um mal die Aufmerksamkeit auf die Gedanken zu lenken. Es gibt Gedanken, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen, Gedanken, die sich um die Zukunft sorgen. Und einfach wahrnehmen, welcher Gedanke kommt. Und wenn es ein Gedanke ist, der die Vergangenheit betrifft, dann kommt da so ein Aufkleber drauf, Vergangenheit, und der darf wieder weiterziehen. Wenn ein Gedanke kommt, der sich mit irgendwelchen Ängsten oder Sorgen aus der Zukunft beschäftigen möchte, kommt da der Aufkleber Zukunft drauf und darf dann auch wieder weiterziehen, abgelegt werden in eine Kiste, wo Zukunft steht. Und so die Gedanken, die kommen, wahrnehmen, benennen, Aufkleber draufkleben, in die entsprechende Kiste packen. Jeder Gedanke, der kommt, darf da sein, wird eingeordnet. Vielleicht kommt zwischen den Gedanken auch irgendetwas anderes, ein Geräusch, das wahrgenommen wird, eine Körperempfindung, die wahrgenommen wird. Dann ist es kein Denken, dann ist es ein Wahrnehmen. Langsam beenden. Und in die Rückenlage kommen. Einfach nur den Text, ohne dass du irgendetwas machen musst. Ich entspanne mich. Ich entspanne mein Denken. Ich entspanne meinen Körper. Ich entspanne meine Seele. Ich entspanne meine Sorgen. Ich entspanne meine Ängste.
Ich entspanne meine Brust. Ich entspanne meine Schultern. Ich entspanne meine Hände. Ich entspanne meine Arme. Ich entspanne meine inneren Organe. Ich entspanne mein Herz. Ich entspanne meinen Ärger. Ich entspanne meine Ansprüche an mich selbst. Ich entspanne meinen Rücken. Ich entspanne meine Beine. Ich entspanne meine Beurteilungen. Ich entspanne meine Ich-sollte-Gedanken. Ich entspanne meine Gesichtszüge. Ich beginne von innen her fast unmerklich zu lächeln. Ich entspanne meine Vorwürfe. Ich entspanne meine Selbstvorwürfe. Ich entspanne meine Ziele. Ich entspanne mein Wollen. Ich entspanne meine Arbeit. Ich entspanne meine Umgebung. Ich entspanne mein Leben. Ich entspanne einfach alles. Es ist schön, so entspannt zu sein. Aufliegt auf der Unterlage, wo er überall Kontakt hat zur Matte, zum Boden. Spüre die ganze Körperrückseite, die Vorderseite, die Innenräume des Körpers. Nimm den ganzen Körper wahr, von den Füßen bis zum Kopf, vom Kopf bis zu den Füßen. Nur wahrnehmen, nur beobachten, wie bin ich jetzt da in meinem Körper? Wie bin ich da in meinem Atem, in meinen Gedanken? Fühlen, wie bin ich jetzt zu Hause in mir? Dann lass den Atem wieder etwas tiefer und kräftiger werden. Spür die Hände, die Füße, beginne mit kleinen Bewegungen der Hände und der Füße. Langsam wieder in Bewegung kommen, die Hände, die Füße bewegen.